Zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, Speedtraining ist wieder vorbei. Und zwar aus diesem Grund, da ich nämlich mich entschieden habe, Gaara ordentlich zu trainieren, wenn wir es, also
während ich aufnehme, weil Gaara noch nicht selbst kämpfen kann und dann können wir nämlich gleichzeitig die anderen Pokémon auf Level 20 trainieren und schon mal die Arena probieren. Aber erst geben wir den Brief mal an Troy ab. Das habe ich absichtlich noch nicht gemacht, weil ich das machen wollte, wenn ich am Sprechen bin. Und ja, ich war jetzt locker drei Stunden knapp am Trainieren, also steckt echt doch eine Menge Zeit dahinter. Ja doch, 2 Stunden konnte ich locker hinhauen. So ungefähr. Also, ja, seht ihr, es kann nur Platscher. Deswegen wechseln wir jetzt mal zu Suppi und dann darf Suppi ein bisschen reinhauen. So, Suppi, komm. Kopfnuss. Macht doch ein bisschen was aus. Aber mit unserer Aquaknarre machen wir auch ganz schön ordentlich was aus. Ja. Sogar One-Hit, also nicht schlecht. Ich wollte noch ein paar Themen ansprechen. Das ist übrigens, also der Part ist jetzt der, den ich aufnehme, nachdem ich Part 10 veröffentlicht habe. Part 11 und 12. Ja, doch, Part 11 und 12 wurden schon aufgenommen. Und sind auch schon hochgeladen worden. Deswegen kann ich das da nicht mehr ansprechen. Also nicht wundern. Und zwar wollte ich Bezug zu den ganzen Kommentaren, die ich da bekommen habe. Das waren, glaube ich, von 4 verschiedenen Usern. Ja, doch, müssten von 4 verschiedenen gewesen sein. Einmal, wenn man Namenswunsch hat, ich habe mich jetzt dazu entschieden, Namen von Abonnenten zu übernehmen. Wenn man Namenswunsch hat und also man möchte, dass ich ja ein Pokémon nach einem Abonnent oder sowas benenne, dann schreibt mir doch bitte rein, welchen Pokémon-Typ ungefähr ihr wollt. Also ich kann direkt ein Pokémon, das ihr angibt, nicht machen, weil Nuzlocke Challenge und so. Aber schreibt doch einfach rein, ja, zum Beispiel, ihr wollt so und so, dass das Pokémon so und so heißt und zum Beispiel jetzt Domidee und ihr wollt, dass es ein Feuer-Pokémon ist. Okay. Das hat der Litzke das nämlich, oder wie man den Namen auch ausspricht, hat sich das gewünscht. Kurz Domi hat sich das gewünscht und ich habe gesagt, okay, mache ich. Die Cheyenne wurde ja jetzt ein süßes Pokémon, nämlich ein Flurmel. Zwar ist die Entwicklung nicht mehr so süß, aber ich finde die Entwicklung einfach Hammer. Ja. Cheyenne, der Name werde ich übrigens noch ändern. In Cheyenne mit E. Ja. Oder sowas. Keine Ahnung, mal schauen. Ja, was wollte ich noch ansprechen? Dann das Team, wie ich das aufbauen werde. Das schaue ich einfach mal. Da bin ich ziemlich flexibel. Ich muss ja auch gucken, was mir gegeben wird an Pokémon. Ich habe so eine Grundstruktur, nämlich dass ich auf jeden Fall ein Feuer- und ein Elektro-Pokémon drin haben will. Das weiß ich nicht, ob ich das mich daran halten kann, weil. Ja. Und ein Flug-Pokémon wollte ich eventuell auch, aber das wird ein bisschen schwer. Jetzt schauen wir einfach mal, wie die Nuzlocke-Challenge an sich verläuft und dann, ja, wird man ja sehen, was alles im Team ist und was nicht. Dann an die Kommentare. Erstmal danke an die, die mir jetzt geholfen haben und auf meine Frage geantwortet haben. Dankeschön. Ja. Dann an den Pipipo. So spricht man dich doch aus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich schreibe den Nutzernamen nochmals dann hier ins Video. Ich kann auf deine Kommentare nicht antworten. Geht nicht. Ich habe dir per N geschrieben, wo ich drauf antworte. Oder auf den Kanal gepostet oder sowas. Ich kann aber auf deine Kommentare nicht antworten. Weil, ja, du hast die Einstellungen so irgendwie, dass es nicht geht. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich würde gern antworten. Ich antworte eigentlich immer auf jedes Kommentar. Und es geht halt nicht. Ja. Ich fand's schade, aber was will man machen? Was das Ruckeln betrifft. Ich spreche das immer an, wenn es mich in diesem Moment stört. Weil ich mich einfach in diesem Moment dann schlecht fühle, dass ich da im Moment nicht wirklich viel tun kann. Meine Mutter hat jetzt von dem Bekannten einen Tower bekommen. Jetzt fehlt nur noch der Monitor und ein paar Kabel, die wir halt brauchen. Wenn da alles klappt, werde ich diesen vielleicht zum Aufnehmen verwenden können. Steht noch nicht fest. Wenn das geht, dann werden die Videos eventuell auch weniger ruckeln, weil das läuft dann bestimmt besser als jetzt hier auf meinem Laptop. Ja, und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass es klappt. Und ansonsten werde ich mir in einem Jahr oder so, wenn ich wirklich das Geld habe und sowas. Und ich weiß ja nicht, ob ich da studiere oder Ausbildung mache, das weiß ich noch nicht. Kommt ja auch drauf an, wo ich einen Platz bekomme und sowas. Dann werde ich mir einen neuen PC holen. Und
Also es wird noch lang dauern und dadurch, dass ich das Abi jetzt nicht bestanden habe, dauert es nun mal noch ein Jahr, weil... Ja, ich habe augenblicklich nicht mal wirklich Zeit, um überhaupt was anderes zu machen außer Schule, dass ich jetzt gerade aufnehmen kann. Es liegt auch nur daran, dass ich gesagt habe, ich will einen Tag in der Woche, den ich für meine Hobbys verwenden kann, wo ich mich nur auf die Hobbys konzentriere, den ich wirklich nur zum Aufnehmen verwende, zum andere Dinge machen, zum Beispiel für meine Thumbnails und so weiter. Wobei ich die auch gerade etwas immer wieder schleifen lasse und alles. Aber ich habe einfach gesagt, ich möchte diesen einen Tag in der Woche haben. Wenn ich an diesem Tag auch noch arbeiten müsste, dann würde ich einfach nur noch verrecken, ganz ehrlich. Ich würde echt am Ende des Monats echt rot. Ich habe angestupst, haha, der hat sich umgedreht. Ja, so. So viel mal dazu. Gut, mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Jojo, und er ist wie sein Vater, deswegen malt er Gesichter drauf und bestellt sich dann einen VIP-Tisch in einem Edelrestaurant und isst zusammen mit den Steinen zu Abend. Hat zumindest der Angry Game Chris letztens in einem Kommentar gesagt und ich musste mich total schief lachen, als er das gesagt hat über den Präsidenten von Devon. Ach Gott, ich fand es wunderschön. Danke nochmal, du hast mich sehr erheitert, also du hast mich ziemlich gut unterhalten mit deinem Kommentar. Allgemein danke, dass du so große Kommentare schreibst. Oh, ein Brief für mich? Denise übergibt den Brief. Den, da fehlt den! Mann, okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken, ehrlich, ich werde dir diese Themen geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke Stahlflügel. Oh, aber ich habe kein Pokémon, das es einsetzen kann. Tut mir leid. Pech gehabt, ne? Naja, dann hebt man es einfach auf. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns in unseren Pokénuffs eintragen. Ich weiß aber kaum was über dich, außer dass du seltene Steine sammelst. Aber gut. Nun muss ich mich aber wirklich beilen. Jo, tschüss, hau ab. Geh mit deinen seltenen Steinen essen. So. Ja. Ja, und danke auch an Angry Gaming Chris, Let's Get It, dass sie jeden Part immer kommentieren. Also, das ist echt Hammer. Ich freue mich da immer total. Und auch, was sie manchmal reinschreiben, ist total putzig und lustig. Und das könnt ihr euch auch mal durchlesen, die Kommentare von denen. Die sind echt cool. Also, ich muss da immer total lachen. Auch an die anderen, die in der Part 10 geschrieben haben. Ich kann verstehen, dass ja, also, ich weiß nicht. Ich kann verstehen, weil manche nicht immer die Zeit haben. Das ist ja bei mir nicht anders. Ich meine, ich gucke ja auch Let's Plays und man dürfte es eigentlich an meinem Feed sehen, weil ich habe Kommentare und positive Bewertungen aktiviert. Man dürfte ja sehen, ich kommentiere nicht jeden Part, den ich sehe. Dementsprechend seht ihr auch, ja, wann ich nicht gucke. Deswegen, ja, das kann ich vollends verstehen. Es ist nur immer wieder so, dass ich zum Beispiel bei Projekten wie Eternal Eden oder Hamtaro, Hamham Herzschmerz oder auch Hamtaro, die Rettung des Regenbogens, da waren User dabei, die haben gesagt, ja, cool, dass du das Spiel spielst, ich werde es mir auf jeden Fall ganz angucken, freue mich schon, bla bla. Und irgendwann waren sie nicht mehr da. Und die Projekte sind ja abgeschlossen mittlerweile. Und ich habe die seitdem nie wieder auf meinem Kanal gesehen. Und das macht mich dann doch ein bisschen traurig, weil ich mich einfach frage, liegt's an mir oder liegt's nur einfach nur daran, dass sie den Überblick verloren haben oder was auch immer. Und ich tendiere halt meistens mehr dazu, dass ich den Fehler bei mir suche. Das wird dann halt auch zu einem riesigen Problem bei mir. Weil ich mich dann frage, ja, was mache ich falsch? Mache ich da irgendwas, was den Leuten nicht passt? Hat sich irgendwas verändert in den Parts, was mittlerweile blöd geworden ist oder sowas und ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist dann doch ein bisschen nervig einfach. So. Ja, und das ist auch etwas, was mich dann traurig macht natürlich. So, aber ich freue mich, dass jetzt ein paar wenigstens mir bei dem einen Problem geholfen haben, nämlich beim Team. Ich werde jetzt einfach gucken, wie ich es mache. Es kommt ja auch drauf an, welche Pokémon sterben, welche nicht. Welche Pokémon ich fange, welche nicht. Ja. Na, welche nicht ist eher unwichtig, aber es ist einfach wichtig, dass ich überhaupt erstmal gucke, welche fange ich eigentlich. Welche tauchen auf. Kann man ja nie wissen. So. Lebensschuss. Nehmen wir mal Lebensschuss. Bin ich gerade voll rausgekommen. Ja. Und da wir jetzt den Brief übergeben haben, würde ich sagen, wagen wir uns gleich in die Arena. Jetzt habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben.
Nö, okay, gut. Oh, Entschuldigung. So. Ein Marquita. Ich weiß übrigens nicht, ob ich Marquita im Team behalten werde. Ich glaube, das habe ich aber schon erwähnt. Ja, doch, kann gut sein. Oh. So. Das werde ich schauen. Es kommt ja auch wirklich drauf an, wie das jetzt alles ja noch läuft. Ich bin ja noch relativ am Anfang der Challenge. Es wird ein ziemlich langes Projekt, macht euch drauf gefasst. Es wird wirklich ziemlich lang gehen. Also ich schätze mal so um die 60, 70 Parts. Und das ist für meine Verhältnisse echt lange, weil die meisten Projekte, oder ja doch, die meisten Projekte haben jetzt bei 40 Parts aufgehört. Bis auf Eternal Eden, das war glaube ich mit 60 Parts dann am Ende. Bei Terraria wird es auch jede Menge Parts werden. Und bei Kingdom Hearts bin ich jetzt dann an die 50 und immer noch nicht durch. Also werden es auch so an die 50, 60 Parts. Aber bei Kingdom Hearts habe ich eigentlich mittlerweile schon einen Vorrat, der bis Neujahr reicht. Also ist aber auch nicht mehr so lang. Also es sind doch 4 Wochen. Ja doch, 4 Wochen sind es jetzt noch. Und dann ist schon wieder das Jahr vorbei. Wow, also es geht echt schnell. Ein Advents-Special habe ich dieses Jahr nicht. Dafür habe ich aber mir, überlege ich mir gerade was, was ich an Weihnachten mache. Da ich einfach ein bisschen, also ein bisschen wollte ich was an Weihnachten dranbringen. Aber ich weiß noch nicht genau was, das werde ich dann sehen. Mal schauen. Morgen kommt wieder ein Zockerstündchen. Also heute ist 30.11. Ich nehme am 30.11. auf und... Oh, ja, an dem 1. Dezember kam wieder ein Zockerstündchen. So, ich sollte mich eher reinversetzen. Nein, ich sollte nicht in die Höhle zurück. Oh Mensch, 10 Qual, was machst du schon wieder? Ja, wir wollten in die Arena, genau. So. Oh yeah, hier ist auch alles dunkel. Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Champ, Denise? Pastor Hafens Arena-Leiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort Normal-Pokémon einreden lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Pass gut auf. Und das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Dadadadum. Aber mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zum Arena-Leiter besiegst, wird sie heller. Also dann, legt mal los. Also dann, leg mal los. Hier ist keiner. Gut. Müssen wir ja abchecken, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal immer nach links. Und zwar immer in der Wand entlang. Ist bei so einer Dunkelheit am geeignetsten. Übrigens auch in dem Labyrinth, aber eigentlich soll man nach rechts gehen, glaube ich was. Naja, egal. Es ist ja kein Labyrinth. Es ist eigentlich nur eine Höhle, die dunkel ist. Eine Arena, die dunkel ist. Keine Höhle. Höhle, was? Granithöhle. Ein Macholo wird eingesetzt. Level 13 männlich. Ja. Taugt. Auf alle Fälle. Aber Gara schafft es ja noch nicht. Gara kann nur Blatscher. Könnte ich lange. Dann wäre Gara sofort wieder tot. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Gara nebenher ein bisschen trainieren. Aber wir wollen ja auch gleichzeitig Suppi ein bisschen trainieren. Also das ist jetzt so ein Doppeltraining hier. Und es eignet sich in dem Fall einfach besser, da Gara nämlich einfach nichts kann. Hart ausgedrückt, aber es ist so. Gara, aber dafür ist Gara das umso stärker. Und ich liebe Garados und deswegen ist mir das Training auch viel wert. Wenn es verreckt würde, würde ich das mir nie verzeihen. Weil Garados, ich habe immer ein Garados im Team. So, Macholo ist besiegt. 121 Erfahrungspunkte für jeden der beiden. Und Spieler besiegt Schwarzkopf Satoru. Nicht genug Macht. Tja, die Macht ist so ein Ding, ne? Ich habe die Macht, du nicht. Und es wurde ein bisschen heller, ein bisschen. Gegen dein Talent ist meine Macht machtlos. Deine Technik ist super. Meine Macht machtlos. Aber wenn deine Macht machtlos ist, dann hast du keine Macht. Oh, da verstehe ich das gerade falsch. Okay, hier ist auch niemand. Gut zu wissen. Blöd, dass man hier in Gebäuden nicht rennen kann. Das ist ein bisschen nervig. So, wir wollten nach links. Hi! Okay, links ist schon mal ein Trainer. Wenn du hier auch vorbei willst, musst du erst an mir vorbei. Schade, dass hier keine Doppelkämpfe sind. Ich finde Doppelkämpfe einfach super. Die liebe ich. Marquita wird von Schwarzgott Isidor in den Kampf geschickt. Und was wird die Trainerin einsetzen? Es ist ein Carpator, aber Carpador... Ja, Carpador, nicht Carpator.
Kanada ist doch vollkommen nutzlos. Aber was ist das? Sie wechselt ihr Pokémon aus. Oh nein! Und es betritt ein Murabel die Arena. Marquita setzt Überwurf ein, doch es lohnt nicht wirklich. Denn dieses Murabel kann Aquaknarre und Aquaknarre haut so ziemlich gut rein, was aber in der Relation einfach nicht so taugt. Scheiße. Verdammt! Lebensschuss! Ja, ich bin eigentlich gar keine Kommentatorin in dem Sinne. Ich kann es einfach nicht. Okay, wir erreichen Level 19? Los! Yeah! Super! Das freut mich. Yay, yay, yay! Und wir haben jetzt maximale KP 57, Angriff 39, Verteidigung 37, Spezialangriff 28. Oh, das ist ein bisschen schlecht. Spezialverteidigung 36, Initiative 30. Taucht doch an sich. Okay. Ich wurde einfach überwältigt. Tja, Pech gehabt. Damit musst du rechnen. Und es wurde wieder ein bisschen heller. So, immer nach links. Oh, da ist ja schon der Arenaleiter. Aber wir wollen erst die anderen Trainer besiegen. So, da ist niemand. Oh, da scheint jemand zu sein. Man muss doch Camillo nicht mit so etwas Nichtigem belästigen. Ich mach dich fertig. Ja, ja, das werden wir noch sehen, meine Liebe. Du hast ja nur Angst, dass ich deinem Camillo schöne Augen machen könnte, ne? Aber keine Sorge, ich stehe nicht auf Milchbubis wie der. Oh Gott, Meditier. Ich habe total vergessen, wie schrecklich Meditier damals noch aussah. Meditier oder Medit? Meditier? Meditier, glaube ich. Es ist verwirrend, ja. Aber die Augen, schaut euch die Augen an und der Mund, es ist so schrecklich. Es sieht einfach noch schrecklich aus in der Edition. Aber das wird mit der Zeit echt besser. Und fuck, ich hab nichts, was ich da einsetzen könnte. Ich wechsle einfach kurz umher. Gute Idee, ne? Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll, weil ich will nicht, dass OP stirbt. Mediti speichert Energie. Und wir wechseln nochmal. Und jetzt müsste es ja angreifen. Eigentlich. Das ist halt so fair, wenn man eine offensive Attacken hat und keine defensive. Schlüpfehl. Tja, Pech gehabt. So viel zu. Ich mach dich fertig. Scanner, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Scanner, ich bitte dich. So viel setzt Lebensschuss ein. Geduld wird, glaube ich, immer am Anfang eingesetzt. Nein, doch nicht. Okay. Ah, dann habe ich mich geirrt. Oh. Initiative von Meditier sind. Oh, es ist kein Konfusion. Fuck. Shit. Okay, naja, 6 Stück. Ich glaube, danach gehen wir gleich ins Pokémon-Sender. Oh, und er setzt wieder mal Scanner ein. Will das mich verarschen? Schützt sich selbst, ja. Oh, Mensch, Meditier, was machst du? Aber wir sind ja auch jetzt dann gleich wieder bei 20 Minuten angelangt, also. Mit dem Speed. Training dürfte sogar noch viel mehr sein als 20 Minuten. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich sehe jetzt nur hier, es sind jetzt knapp 19 Minuten hier, die ich jetzt so aufnehme. Plus das Speedtraining, ich weiß ja nicht, wie viel das jetzt ist in verschnellerter Form. Das werden wir dann sehen. Das werdet ihr dann sehen. Habt ihr bereits gesehen. Aber wie konnte ich nur so schnell verlieren? Tja, Madame. Tja. So, aber ich mache hier jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss.